Und damit herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind hier immer noch mit Wilbur damit beschäftigt, zu entkommen aus diesem Mülllager. Haben jetzt hier den kleinen Nate dabei und beim letzten Mal eine Waage gebaut. Und ich vermute halt, wir müssen diese Kohle, aber wir brauchen Kohle für die Maschine, die uns hier rausbringen soll quasi, dass wir die sprengen müssen. Aber uns fehlt hier offensichtlich noch Schwarzpulver, richtig? Ich brauche noch ein paar Ladungen Schwarzpulver. Sobald ich genug habe, kann ich daraus eine ordentliche Dynamitstange machen. Genau, und ich vermute, dass wir das dann mit dieser Konstruktion hier irgendwie in die Luft jagen. Kann ich das hier kombinieren? Nee, habe ich schon probiert gehabt. Okay, wir haben jetzt hier nicht mehr unbedingt viel, was wir uns angucken können. Ich klicke es trotzdem nochmal durch, weil es schon wieder eine Zeit ist für mich, was ich aufgenommen habe. Er ist zäh und clever und mutig. Alles, was ein Held sein sollte. Und Helden passiert nichts. Hoffentlich. Und man weiß in dem Spiel nie, was irgendwas triggert. Also es kann sein, man klickt einfach nur irgendwas an, um es anzugucken und dann hat man plötzlich neue Optionen. Deswegen will ich hier nichts verpassen. Das ist mehr als genug Kohle, um der Dampfmaschine Beine zu machen. Ich muss sie nur irgendwie aus dem Feld bekommen. Genau, sprengen. Im Zweifel sprengen. Der kleinste Sandsack der Welt. Selbst für mich wäre er zu klein, um damit zu trainieren. Nicht, dass ich das vorhätte. Ja, natürlich. Okay, das hier ist die Waage hängt an der Halterung. Hätte ich eine zweite Schale, könnte ich etwas wiegen. Aha. Das brauchen wir wohl auch noch, eine zweite Schale. Ey, Nate, hast du irgendwas zu sagen hier in dem Screen? Hey, Nate! Okay. Die ab. Gut, ich dachte, wir können ihn vielleicht irgendwie explizit zu irgendwas befragen, aber scheinbar nicht. Das dreckige Geschirr willst du immer noch nicht mitnehmen, ne? Nein, ich lasse es auf den erst. Ich hätte gedacht, das könnten wir als zweite Schale benutzen für die Waage, aber okay, da kommen wir immer noch nicht dran. Gehen wir doch mal in die Werkstatt und gucken, ob wir da was machen können mit Nate. Die Uhr tickt nicht. Vermutlich kann man sie über das kleine sechseckige Loch hier vorne im Ziffernblatt aufziehen, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Okay. Mein erster eigener Stromgenerator im Gnomenstil. Meine Eltern wären stolz auf mich. Den Schalter jetzt umlegen, wenn Nate dabei ist, passiert vielleicht irgendwas. Scheinbar nicht. Der Konstruktor soll von sich aus den magischen Stein und die Bretter zersägen und alles zusammenbauen. Eine ziemlich komplexe Aufgabe. Huss? Also schön. Dieses Monstrum könnte die Tafelproduktion so stark beschleunigen, dass wir die letzte Lieferung an Jorge noch heute fertig bekommen könnten. Dafür müssen wir der Maschine nur Beine machen. Okay. Ein Feuerwerkskörper. Okay. Hey. Noch ein Feuerwerkskörper. Ich glaube, das reicht für eine ordentliche Dynamitstange. Hey, endlich! Können wir sprengen. Gut, aber bevor ich dann jetzt zurückgehe, wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Gut gemacht, Nate. Wenn die Maschine... Gut gemacht. Ich dachte, vielleicht kann ich die mitnehmen oder so. Das große Schwungrad treibt die Maschine an. Aber es fehlt die Verbindung zur Dampfmaschine. Dir sind alle Keilriemen bisher gerissen? Also brauchen wir einen richtig kräftigen. Das große Können wir uns also alles mehrmals angucken. Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Solange die Maschine nicht läuft, wird nicht viel passieren. Aber sobald sie läuft, werde ich der Erste sein, der daran zieht. Na gut, der Zweite. Ja, Nate hat's gebaut, also darf Nate auch als Erstes dran ziehen. Wenn ich es recht verstehe, sollen die Rohstoffe über diesen Trichter in die Maschine kommen, richtig? In Ordnung. Das wären Holzbretter und etwas von dem intelligenten Stein. Gut, Holzbretter hatten wir ja schon. Kann ich die schon reintun? Ja, perfekt, okay.
Dann haben wir das schon mal weg. Ist ein Gegenstand weniger, den ich im Inventar mit mir rumschleppe und eventuell mit irgendwas kombinieren muss. Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine läuft, oder? Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir in der Produktion sind. Okay, und Hebel. Ich habe Hebel gesagt, Wilma. Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Brauchst du mir jetzt nicht alles zu erklären? Erst einmal müssen wir das Baby zum Laufen kriegen. Okay, dann haben wir hier alles und gehen nochmal raus. Einen Brocken können wir jetzt mitnehmen, dann können wir den ich auch schon brauche befüllen. Einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Okay, dann gehen wir zurück zur Maschine. Ich packe jetzt einfach direkt alles rein, was ich eventuell da reintun könnte. Weil sonst vergesse ich es und dann habe ich es im Inventar und weiß nicht, was ich damit machen soll. Gehen wir nochmal schnell im Heim der Zombies vorbei. Und da haben wir nämlich auch noch den Vogelkäfig und das Modell. Ich dachte, das hätten wir uns schon angeguckt. Stimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Bestimmt nicht. Okay. Und das Modell? Die Karte ist aus altem Blech und Metallteilen zusammengebaut. Es muss ewig gedauert haben. Ich hoffe, Nate bekommt eines Tages die Möglichkeit, ein paar dieser Orte zu besuchen. Ah, ein Kantschlüssel. Ach, guck mal, für die Kuckucksuhr wahrscheinlich. Ein kleiner Kantschlüssel. Wenn es ein Sechskant ist. Nate muss für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Praktischer Kantschlüssel. Der Kantschlüssel sieht aus wie neu. Nate hat Glück, dass die Leute mit der größten Werkzeugsammlung sie am wenigsten benutzen. Okay, dann probiere ich den doch direkt mal bei der Uhr aus, ob das der passende ist. Der Kantschlüssel könnte tatsächlich passen. Es funktioniert. Sie tickt. Okay. Ich stelle den Zeiger mal auf 12 Uhr. Ich würde das Gesicht nicht so drüber halten. Oh. Oh. Okay. Trick verreckte. War wohl nix. Der Vogel ist ganz schön mitgenommen. Er verliert bereits seine Federn. Okay. Der Vogel hat schon bessere Tage gesehen. Sieht fast ein bisschen unheimlich aus. Eine schöne kleine Feder. Gut. Dann haben wir das und dann gehe ich zurück auf den Schrottplatz. Können wir mit dem Vogel vielleicht irgendwie an den Keilriemen kommen? Ja. Wir können jetzt aber, das wollte ich ja machen, wir können jetzt in die Höhle und das Dynamit zur Sprengung einsetzen, hoffentlich. Ich weiß noch nicht, ob die Konstruktion hier schon fertig ist oder ob wir noch eine zweite Waagschale brauchen. Gehen. Die Sprengladung sollte ausreichen, um die Kohle aus dem Fels zu holen. Ich hoffe, dass die Höhlen so stabil sind, wie sie aussehen und ich nicht aus Versehen halb Seefels einstürze. Ach, das wäre jetzt auch nicht mehr schlimm, Wilbur. Okay, aber offenbar brauchen wir hier noch irgendwas, was Feuer macht. War da nicht offenes Feuer? Okay, mit dem Feuer. Ah, die Kerze. Okay. Wir müssen also irgendwie an die Kerze kommen. Okay, wir können sie nur mit dem Eis nochmal fragen. Timmy? Kann man es mit Timmy machen? Hm. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Timmy. Okay. So? Es geht um die Zombies. Ich schaffe es nicht allein. Ich soll den Leuten helfen, die Sachen nach mir schmeißen? Und was hast du davon? Bringen sie dich hier raus, damit du verschwinden kannst. Ja. Kommt schon Mann oder Maus. Sie brauchen Hilfe. Jörgen nimmt sie aus. Frag dich selber, was würde Remy tun? Stell dir nur eine Frage. Was würde dein Onkel Remy tun? Jetzt im Moment?
Er würde hinab in das schwarze Loch steigen, um einen Weg zu finden, den Zauberstab zu zerstören, der gerade unsere Welt verwandelt. Okay. Die Zombies brauchen unsere Hilfe, Timmy. Warum sollte ich dir und den Zombies helfen? Okay, Mann oder Maus? Ach komm schon, Timmy. Mann oder Maus? Ratte! Eine der Ratten, die versuchen zu retten, was zu retten ist. Alle sind dort draußen auf den Straßen und kämpfen. Ach ja? Wenn alle Ratten da draußen ihr Fell riskieren, warum bist du da nicht bei ihnen? Ich würde sofort gehen. Aber Onkel Remy hat mich gebeten, hier zu bleiben. Und ich höre auf meinen Onkel. Das ist sehr lobenswert. Okay, Jorge nimmt sie aus. Sie brauchen Hilfe. Du kennst doch Jorge, den Händler. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Er nimmt sie aus. Sollen sie halt aufhören, für ihn zu arbeiten. Unschuldige, denen ein Unrecht angetan wird. Vor eurer Haustür, genau. Die Zombies haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur ein besseres Leben für sich und ihren Sohn. Ich sage ja nicht, dass ich richtig finde, was Jorge mit ihnen macht. Aber du unternimmst nichts dagegen? Hast du nicht gesagt, man soll anderen helfen, wann immer man kann? Hier hast du eine Gelegenheit, direkt vor deiner Haustür. Und ganz nebenbei verschaffen wir dir einen Weg hier raus, oder? Naja, quasi. Aber gut, eins nach dem anderen. Dass du zumindest den Zombies helfen willst, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Finde ich auch. Verlass dich nicht drauf, dass ich weitere mache. Das bleibt abzuwarten. Freunde. Freunde. Ja. Ich helfe dir und den Zombies. Und dann sehen wir weiter. Okay. Wir haben unseren Sidekick wieder. Okay, ich wollte da eigentlich noch die Kerze. Kannst du die Kerze klauen, Timmy? Benutze Timmy mit Kerze, geht nicht. Lass Timmy das Geschirrtuch nehmen. Setz Timmy auf Ethel an. Setz Timmy auf Ethel an. Timmy! Lenk sie mal ab. Ja? Hey, ich hoffe Timmy, doch, kannst du Ethel dass mal er sie ablenkt und nichts irgendwie alles anderes klar. tut. Hi, Ethel! Ein Topf! Ah, okay, jetzt können wir. Das Geschirrtuch. Hab's. Die Kerze bleibt hier. Die bleibt hier. Versuchst du mich etwa abzulenken, Timmy? Sowas würden wir nie versuchen. Gut, gut. Würde euch auch nicht gelingen. Naja, ich hab dein Geschirrtuch. Okay, Handtuchhalter. Ethel hat das Verschwinden des Geschirrtuchs noch nicht bemerkt. Ah, okay, ich muss es wieder ranhängen, aber vorher muss ich irgendwas damit machen. Sie putzt sich damit die Brille, wenn sie beschlagen war. Das heißt... Ich war nett, mit dir zu reden. Als Brillenträgerin weiß ich, wie nervig es ist, wenn auf dem Tuch, das man zum Putzen benutzt, Fettflecken sind. Oder generell Dreck, weil dann hast du komplett alles also verschmiert. Schön. Aha. Jetzt ist das Handtuch zwar ganz fettig und dreckig, aber die Teller sind immer noch nicht sauber. Gut, wenn es aber jetzt ganz fettig und dreckig wäre, würde sie es merken. Aber okay, wir lassen das schon mal durchgehen. Timmy, lenk sie mal nochmal ab. Ich hänge das Handtuch Timmy. Zurück. Ja? Hey, Timmy, kannst du Ethel mal ablenken? Alles klar. Okay, er lenkt sie ab. Hi, Ethel. Ein Topf. Und wir hängen das Geschirrtuch zurück. Okay, ich hätte gerne noch einen Topf. War nett, mit dir zu reden. Und der könnte heißer sein, übrigens. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas einen Topf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Könnte heißer sein. Geschmacklich super. Aber könnte etwas heißer sein. So, und jetzt bitte Brille putzen.
Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Ist etwas? Sehkraft wird schwächer und schwächer. Sehe nur noch unscharf und verschwommen. Oh. Muss mich noch mal mit Verjüngungstränken beschäftigen. Dann nehmen wir jetzt die Kerze. Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert wäre, wenn ich die Kerze einfach mitnehme. Klasse. Aber die Kerze! Ich dachte, ich hab's geknackt und kann die Kerze jetzt Auf mitnehmen. Auf den ersten Blick sieht es noch ganz normal aus. Ein bisschen dreckiger vielleicht als zuvor. Aber es ist ganz fettig und glitschig von den Soßenresten auf den Tellern. Auf den ersten, aber es... Okay, gut. Damit müssen wir vielleicht noch irgendwas machen. Timmy, sie nochmal ablenken. Okay. Gut, da gibt's kein Soundding dazu und er will sie nicht grundlos stören. Ich glaube. Okay, die Kerze kann ich nicht nehmen. Kann ich... Oh ja, ich kann ihm den Umhang anziehen. Das wollte ich ja vorhin schon tun. Da wollte er ihn aber nicht nehmen. Ich habe hier einen kleinen Umhang, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft es alleine nicht, die flauschige rosa Farbe zu mixen. Ethel muss ihr helfen. Aha. Aber Ethel hilft ihr nur, wenn Remy sie darum bittet. Ah. Onkel Remy gibt seine Befehle immer persönlich. Und selbst mit schmutziger Brille würde sie wohl bemerken, dass du etwas zu groß bist, um Onkel Remy zu sein. Ja, aber du nicht. Eben. Deswegen dachte ich auch an dich. Eine Verkleidung! Nur, meine Stimme ist viel zu hoch. Ich könnte für dich sprechen. Das klingt wie ein Plan, der nur funktionieren kann. Okay. Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Hier, warum? Okay, also er will die noch nicht anziehen. Gut, dann rein ins Lager der Ratten. Und ziehen wir die Verkleidung an. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Ja, okay, nur mit Cape wird es nichts. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Wo ist Ihr Hut? Sie sind nicht Monsieur de Dumas. Oh, das war dann wohl nur eine Verwechslung. Ihr Jungs! Okay, mit dem Hut. Der Hut könnte als Remis Hut durchgehen. Was meinst du? Okay, das könnte klappen. Jetzt haben wir die Verkleidung aktualisiert. Ich weiß auch nicht, warum hier so viele Soundfiles fehlen. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Sind sie's wirklich? Umhang und Hut. Alles da. Aber das ist doch gar nicht Ihr Hut. Wo ist die prächtige Feder? Junge, okay. Junge. Dafür, dass du nicht sehen kannst, achtest du wirklich auf Details, oder? Oh, das war dann wohl nur eine Verwechslung. Okay, aller guten Dinge sind drei. Ich befestige die Feder am Hut. Damit ist er perfekt. Warum hast du jetzt dafür die Szene wieder verlassen? Was soll das? Muss ich da wieder reinklicken? Okay. Dann Verkleidung. Jetzt aber. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Monsieur de Dumas, Sie sind zurück! Ja. Aber nur ganz kurz, weil ich wieder zurück muss. Was befindet sich dort unten in diesem fürchterlichen Loch? Keine Zeit für Reisebericht, ich muss dich um etwas bitten. Ich werde dir alles erzählen. Aber nicht jetzt. Du musst bitte etwas für mich tun. Natürlich. Alles. Ich möchte dich bitten, den Zombies unter dem Müllberg behilflich zu sein. Oh, ja. Muss das unbedingt sein? Ja. Die Zombies werden ausgenutzt. Sie haben einfach etwas Besseres verdient als das hier. Wilbur meinte sowas auch schon.
Was meinst du dazu? Remy wird schon recht haben. Genau. Hör auf Wilbur. Also schön, was soll ich tun? Hilf Esther, der Zombie-Frau, diese flauschige Farbe zu mixen, die die Zombies benötigen. Das sollte kein Problem sein, solange sie mich nicht auffressen. Dafür kann ich garantieren. Du hast versucht, sie aufzufressen. Also jetzt mal halblang hier, ne? Okay. Oh, Timmy, du bist auch hier? Wo ist Monsieur de Dumas? Der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Schade. Ja, ich habe jetzt hier eine ganze Rattenfamilie unterm Hut, oder was? Okay, kann ich jetzt die Kerze nehmen? Ich glaube nicht. Okay, wir können die Kerze nicht nehmen. Der Topf? Ethel hat den Suppenkessel mit dem Eintopf zurückgelassen. Ja, hätte sie den auch mit unter deinen Hut nehmen sollen, oder was? Guter Eintopf kann auch mal ein paar Tage vor sich hinköcheln, ohne dass es ihm schadet. Okay, gut. Dann würde ich sagen, raus und beim nächsten Mal dann zurück zu Ethel. Nee, Esther. Nee, wer war jetzt die Zombiefrau? Zurück zur Zombiefrau. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.